Kommt mal eben zu mir. Wir stehen hier mit dem rechten Fuß vor. Wir laufen schräg auf das Netz zu. Ja? Und wir springen hier ab. Das heißt also, die Linkshänder machen das gleich gerade. Die fangen also quasi hier an. Rechts belasten, Arme vorschwingen, gleichzeitig tief gehen, Absprung und die Schlagbewegung mit Drehung machen. Ja? So, fangt mal an. Einer nach dem anderen. Gut, super. Nach oben springen, nicht nach vorne. Du stellst dich da mit den linken. Genau. So, die Linkshänder immer geradeaus. Ihr lauft schräg an. Gut. Einfach nur vor, nicht so weit nach vorne die Arme. Und ja, lauf mal durch. Genau. Auf den ersten Schritt die Arme vor, damit wir in den Rhythmus kommen. Vor und jetzt durchgehen, gleichzeitig die Arme lang nach hinten. Ja? So, und jetzt machen wir das Gleiche. Mal eben, geht mal ein bisschen mehr auseinander. Gleichzeitig du auch mal eben da hinstellen. Und jetzt erstmal nur, erster Schritt, vor die Arme. Ja? Vor, genau. Vor und weitergehen. Abrollen über den Hacken, tief gehen und Absprung. So, und das Ganze. Und jetzt wieder vor, zurück, vor. Arme lang und locker schwingen. Ja, gut. Ja, okay. So, jetzt nehmt ihr euch mal so einen Gummiball dort, bitte. Und jetzt ohne Springen erstmal nur diese Schlagbewegung. Ja? Also das Imitieren, diesen Absprung. Und jetzt Verbringung und mit langen Arm, ja, abklappen den Ball. So, und wieder zurück zum Partner, immer abwechselnd. Immer ranlaufen ans Netz, damit das nicht ohne Anlauf, nur aus dem Stand. Ja, so. Und hinten aus dem Rucksack, haben wir gesagt. Aus dem Rucksack. Gut, rechter Arm oben, Julia. Gut, und wieder, auch bei dir. Rechter Arm ist oben. Richtig, strecken, lang machen. Linker Fuß ist leicht vorne. Ohne Anlauf, Chiara. Einfach nur stehen, aus dem Stand. Wir nehmen jetzt den Ball wieder in die rechte Hand als Rechtshänder. Wir laufen alle schräg an. Wer Linkshänder ist, läuft gerade an. Ja, jetzt in diesem Fall. So, kurzer Ball, Arme vor. Ja, kurzer Ball, kurzer Schritt, Entschuldigung. Kurzer Schritt, Arme vor. Durchschwingen wieder zurück. Verbringung und jetzt wieder mit hoch, mit langen Arm werfen. Ja, und abklappen. So, auf geht's. Immer im Wechsel. Vor, zurück, schwingen und nach oben springen, Chiara. Nicht nach vorne. Abstoppen und nach oben. Gut, super. Das vom Netz wegbleiben und jetzt von ganz hinten, aus dem Rucksack, Melina. Nach dem Absprung von hinten ziehen. Ja? Ja, gut. Das macht ihr super. So, lasst die mal eben liegen, holt euch mal eben einen Volleyball jetzt bitte. So, wie treffen wir den Ball? Ja, wie, so. Zeigt mal auf dem, genau. Okay, dann, wir wollen ja den Ball runterschlagen, also überdachen wir den Ball. Ja. Das heißt also, wir haben jetzt eine große Hand auf dem Ball. Ja. Und jetzt imitieren wir mal den Schlag. Das heißt also, wir holen aus, auch mit diesen Ellbogen, hohen Ellbogen und schwingen. So, dass das Handgelenk fast automatisch abklappt, ja? Genau, ja. Was ist jetzt verkehrt, wenn ich das so mache? Ja? Ja. Man holt nicht aus, man holt den Schwung auch nicht, man hat gar keinen Schwung. Was bewegt sich nämlich gerade gar nicht? Der Ellbogen. Seht ihr das? Jetzt habe ich den Ellbogen drin, ja? So, Ellbogengelenk, hopp, genau. Super. Und jetzt der nächste Schritt, das auch mal jetzt auf dem Boden zu machen. Auffangen, hopp, abklappen, ja, genau, hopp, 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 genau. Und jetzt auch mal mit links rum. So, die Bewegung jetzt auch mal andersrum verstehen. Das heißt also mit linker Hand da drauf, ja, und Schwung drauf geben. Könnt ihr das auch? Und wieder, Ellbogen, hier. Ellbogen zieht erst hoch und dann runter. Erst hoch und dann runter. Ja?
Nee, nicht so. Macht mal, stopp. Macht mal nur nach. So. So, erst hoch und dann zieht das, seht ihr, wie das Handgelenk nachgezogen wird? Ja? Und das gleiche ist ja auch hier. Und wir ziehen das Handgelenk dann nach. Und dann ist es ein einfaches, wenn wir das hier oben auch haben, ja? Dann werfen wir den Ball, die Hand auch quasi so weg, ja? Weil der Ellbogen erst oben ist und der Ellbogen zieht, ja? Mit dem Körper natürlich. So, und nochmal, mit links und drauf. Erst hoch und dann rauf, ja? Ja, hier. Locker. Erst hoch, dann erst runter und dann abklappen. Diese Bewegung machst du. Okay. Jetzt nochmal rechts und jetzt versuchen wir mal richtig Höhe zu bekommen. Ja? Also den Ball mal richtig hoch zu schlagen. Ja? Nee, nicht so, sondern diese Schleuderbewegung machen. Schleudern. Nee. Hier. Du sollst ja nur gerade. Du sollst ja hier. Den Ellbogen erst hoch. Nee. So fühlt sich das an. Genau. Richtig. So. Stopp. Viele werden hier zu fest, ja? Und das brauchen wir. So, guck mal im Herz. Wenn wir die Hand jetzt richtig schnell kriegen wollen, ja, und der Arm locker sein. Lass mal fallen. Einfach nur so drin hängen. Ich führe sie jetzt mal, ja? Also ich imitiere das jetzt gerade. Wenn sie die Schulter jetzt noch ein bisschen zurücknimmt und den linken Arm mit hochnimmt, dann haben wir schon die Schlagbewegung quasi. Und jetzt wird das ganz schnell. Lass mal richtig locker, ganz schnell. So, und hier aus dem Rucksack ziehen und die Hand wegschleudern. Jetzt mach das mal nochmal nach, ohne den Ball. Also, hoch und wegschleudern. Wichtig ist jetzt, dass ihr das fühlt, wie schnell die Hand wird jetzt, wenn ihr von hier sozusagen über diese ganze Kette zieht. Ja? Genau, erst den hohen Ellbogen, so und wegschleudern. Nochmal, alle. Ja, genau, diese Schleuderbewegung wollen wir jetzt auf den Ball bringen. Ja? Das heißt also, wir gehen jetzt da an die Wand, nehmen den Ball, bleiben wir mal einen Schritt weiter zurück, holen aus und ziehen jetzt mit am höchsten Punkt, den wir erreichen können. Ja? Mit langen Armen treffen wir den Ball. Erstmal jetzt fünfmal über die rechte Schulter anwerfen oder über die linke, dass der Ball an der richtigen Stelle ist. Gut, rechts den Ball, Hanna. Ja? Rechts vorne, nicht hier, nicht über den Kopf, dann wird das alles krumm. So, jetzt gleich mal eben draufhauen, oben drauf. So, auf geht's. Nimm mal in den Ballwagen da weg. Gut. So. Und die Schleuderbewegung reinkriegen. Und strecken mal den Arm. Und jetzt hier oben drauf. Ja, da bist du hin. Und jetzt vorher ausholen, den linken Arm. Genau, bisschen breiter stehen, bisschen breiter, nur aus dem, genau. So, und jetzt holst du den, lass mal locker, und in Ellbogen, genau, und jetzt zieh mal von dort. Genau. Ja, nochmal, und hopp. Ja, richtig, ja. Und jetzt hau mal drauf, nochmal. Und zack, und jetzt Kraft, mit Kraft darauf, mit Gewicht. Und groß bleiben, nicht eng werden, ja, klein werden. Und jetzt wieder zu zweiten Ball. Gegenüber aufstellen bitte. Groß machen, verbringen. Gerader Schlag. Ich zeige dahin, wo ich hin will. Der andere fängt auf, du rückst auf, ich rück nach hinten. Immer im Wechsel jetzt. Okay? So, erstmal nur aus dem Stand. Genau, der andere nimmt dann den Ball. Gut. Und von ganz hinten, Melina. Den Arm. Von ganz hinten und ziehen. Antonia auch. Rucksack hier fallen lassen. Zack. Jetzt verbinden wir das mal so, dass ich euch die Bälle versuche in die Hand zu werfen. Ja? Aber was ich jetzt möchte, ist, dass ihr genau diese Schritte einhaltet. Einen kurzen Auftaktschritt, ja, oder Orientierungsschritt und dann einen langgezogenen vor dieser Linie. Komm her. Und
Hopp. Gut. Auch wieder Abstand halten, das ist zu dicht. Ja, gut, super. Das war gut. Schwingen, schwingen. Gut. Linken Arm schön oben. Ja, super. Und hopp. Ja, klasse. Erstmal alles in die rechte Ecke. Meiner war ein bisschen flach. Aber ja, und springen, springen, springen. Gut. Den linken Arm richtig hinzeigen zum Ball, dass du die Verbringung reinkriegst. Gut. Und Peitsche. Ja, gut. Und hopp. Ja, super. Das war schön steil. Ich werfe euch an. Ihr macht den Pass jetzt raus auf die 4. Macht einen Schritt in die Richtung. Macht den Platz frei für den anderen. Ja, sichert hier. Und macht einfach hier mal so einen Wechsel. Ja. Und den ersten Schritt machst du kleiner und den zweiten groß. In der Regel. Ja. Gut. Super Ball, genau.